Ich bin der Geschäftsführer der ETAM Handels GmbH in Innsbruck. Bei diesem Projekt ging es um unsere Standards im Bereich der Gehäuseflansche, Kabeleinführungen und Kunststoffkleinteil. Bisher mussten diese aufwendig in einem Schaltschrankbearbeitungszentrum bearbeitet werden. Für diese doch recht einfache Bearbeitung von Kunststoffteilen mit dem dazugehörigen Handling haben wir eine Lösung gesucht. Logistik und Prozesssicherheit mit einem geringen Personalaufwand musste diese Lösung bieten. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Fachschule der HTL Innsbruck im Rahmen eines Projektes das Pflichtenheft erstellt und eine Marktanalyse durchgeführt. Im Zuge der Rückmeldungen wurde laufend der Name MIM als bester Partner genannt. Dieser Empfehlung konnten wir uns nicht entziehen. Wir sind ein kleines, innovatives Unternehmen hier in Tirol. Wir bauen Automatisierungslösungen am Punkt der Zeit. Über einen unserer Systempartner hat uns die Firma ETAM gefunden und uns beauftragt, eine Automatisierungslösung zum Bearbeiten ihrer Flanschplatten anzubieten. Gemeinsam mit der Firma Felder haben wir ein Konzept entwickelt, um die Bearbeitung dieser Flanschplatten zu realisieren. Für uns wichtig war, dass wir einen lokalen Partner mit an Bord nehmen und diesen haben wir mit der Firma Felder gefunden. Die Firma MIM Engineers hat uns kontaktiert, da sie auf der Suche nach einem lokalen Anbieter für eine CNC-Fräse waren. Mit der Einstiegs-CNC, der Hammer HNC3825, haben wir eine Maschine in der perfekten Größe für die Bauteile von ETAM. Wir waren überzeugt, dieses Projekt gemeinsam realisieren zu können und starteten mit der Entwicklung. Wie bei jedem Projekt kamen während der Konzeptionierung und auch während der Inbetriebnahme Herausforderungen auf uns zu. Diese Herausforderungen konnten wir gemeinsam mit unseren Systempartnern gemeinsam lösen. Einer dieser Schwierigkeiten war zum Beispiel, dass wir die verschiedenen Systeme miteinander kommunizieren lassen mussten. Hier schufen wir auf der einen Seite softwareseitige Schnittstellen, aber auch Hardware-Design, um eine Hardware-Schnittstelle zwischen den verschiedenen Systemen zu verwirklichen. Gemeinsam haben wir Schnittstellen zwischen CNC-Fräse und Roboter geschaffen. Es müssen von der CNC-Fräse Signale wie "bin bereit beladen zu werden" oder "bin fertig mit der Bearbeitung" an den Roboter gegeben werden, damit dieser dann das neue Bauteil belädt, auf die nächste Fräse legt oder das fertige Bauteil ablegt. Mit einem Bearbeitungsfeld von 825 x 479 mm und einer Durchlasshöhe von 160 mm ist die HNC ideal für kleinere Bauteile aus Massivholz, verschiedensten Kunststoffen und auch Aluminium, welche auf einer großen CNC nicht wirtschaftlich gefertigt werden können. Das Handling funktioniert derart, dass wir hier in diesem Bereich des Roboters ein Kamerasystem verbaut haben, um die Teile zu detektieren. Es wird das Bauteil entnommen, auf die erste Felder HNC-Maschine gelegt. Es schließt ein Zylinder und es beginnt der erste Bearbeitungsschritt. Es beginnt die erste Fräse zu arbeiten und die Gravuren auf dem Bauteil werden erstellt. In einem zweiten Schritt werden mit dem Roboter die Bauteile von der ersten Maschine auf die zweite Maschine gelegt. Wiederum wird ein Pneumatikzylinder dieses Bauteil klemmen und die Bearbeitung findet statt. In einem dritten Schritt wird das Bauteil entnommen und in einer Kiste abgelegt. Ziel der Programmierung war es, ein System zu schaffen zwischen dem Roboter und zwischen den Felder HNC-Fräsen, welches fehlerfrei funktioniert und gemeinsam miteinander kommunizieren kann. Heute können wir rund um die Uhr fertigen. Die Übernahme der bestehenden Zeichnungen ist unproblematisch möglich. Die Programmierung der Felderbearbeitungsmaschinen und des Handlingsroboters ist einfach und individuell an die Aufgabenstellung anpassbar. Dieses Projekt zeigt die großen Vorteile der Automatisierung in einem modernen Betrieb und die vielseitigen Möglichkeiten der Felder Group.